Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe bei der lieben Heidi F. eine ganz tolle Verpackung gefunden. Schaut mal. Das ist eine Parfümflaschenbox. Die beiden Boxen sind hier nur zur Deko, damit es aussieht wie eine Parfümflasche. Rein theoretisch könnte man es machen, dass man die oberste zum Beispiel irgendwie mit einem kleinen Lippenstift, Labello oder sowas, füllen kann. Dann muss man hier natürlich gucken, dass man eine Seite auflässt. Und in der großen hat man schön Platz für was Schönes. Fläche da drin sind 8,5 x 8,5 und in der Höhe sind es 2 cm. Also ich denke mal so einen kleinen Lidschatten oder ein Bronzer oder. Irgendwas wird euch dafür einfallen. Das ist auf jeden Fall geworden. Ich finde sie ganz, ganz toll. Und was ihr dafür braucht und wie es funktioniert, zeige ich euch dann jetzt im Video. Viel Spaß! Für diese Verpackung brauchen wir wieder ein bisschen Material. Das sieht viel aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Wir brauchen ein Stück Farbkarton in 24 x 16,5 cm. Ein Stück Farbkarton in 10 x 10,5 cm. Ein Stück Farbkarton in 10 x 3,5 cm. Dann brauchen wir Designpapier, 2 Stücke in 8,5 x 8,5. 3 Stücke in 8,5 x 2. 2 Stücke in 6 x 2. Ein Stück in 6 x 1,5. So, und jetzt kommen die kleinsten Frussel. 2 Stücke in 2 x 1,5. Das sind nur solche ganz, ganz kleinen Scheißerli. Und 2 Stücke in 3 x 1 cm. Das sind dann solche längeren, die auch ziemlich schmal sind. Deswegen habe ich die dann so auf das Papier geklebt, auf meine kleinen Notizstreifen. Und wir brauchen ein bisschen Deko. Ich habe hier einmal so eine kleine Doily ausgestanzt und dann habe ich hier ein paar Blümchen fertig gemacht. Die sind nicht schön, aber mal gucken, wie es nachher aussieht, wenn das auf dem Projekt ist. Die werde ich noch ein bisschen weiter bearbeiten. Ja, und dann je nachdem, was ihr noch drauf haben möchtet. Da seid ihr ja ganz flexibel. So, jetzt mache ich gerade Platz und dann können wir gleich direkt loslegen. Zuallererst werden wir anfangen mit der großen Box. Da brauchen wir das Papier in 24 x 16,5. Das müssen wir uns natürlich noch ein bisschen vorbereiten. Das heißt, falzen, zurechtschneiden, einen Eingriff stanzen. So die Sachen, wie man sie ja normal kennt. So, und zwar werden wir auf der kurzen Seite falzen bei 2,5 cm. Bei 5 cm. Und bei 14 cm. So, dann gehen wir auf die lange Seite. Da falzen wir bei, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich das auch richtig rum habe. Ich habe jetzt hier die 2 nach oben und den 1 nach unten. Nur wer das wissen möchte, in welcher Richtung man das am besten legen sollte. Also mit den 2 Falzlinien oben, mit der 1 nach unten. Dann falzen wir bei 9 cm bei 11,5 bei 20,5 und bei 23.
Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, ihr seht davon wenig. So. Das heißt, wir haben hier so ein ganz kleines noch übrig. Das ist diese 1 cm. So, das Falzbrett kann dann kurz weg. Jetzt müssen wir uns das Ganze noch ein bisschen zurechtschneiden. Nicht wundern, falls ihr seht, ich habe einen riesengroßen blauen Fleck. Das kam von den Infusionen. Ne? Nicht, dass ihr denkt, ich werde geschlagen oder so. Man weiß es ja nie. So, und zwar, wir haben hier nochmal die beiden oben, den einen unten. Bei dem einen unten schneiden wir uns einmal an der Falzlinie ein, bis zum Treffpunkt der anderen Falz. Und schrägen uns das Ganze dann leicht ab. So. Auf der gegenüberliegenden Seite, ich drehe das jetzt mal um, da haben wir gerade geschnitten, jetzt haben wir hier mit den Zweien, da schneiden wir ein bis zur zweiten Falzlinie. Auf beiden Seiten. So. Das erste Quadrat schneiden wir ab. Wenn ich den mal sehe, wo ich bin. So. Und das zweite schrägen wir uns wieder ab. Muss ich es gerade noch mal so, dann wieder hier unten einer, oben die zwei, schneiden wir dies hier, diese zwei langen, komplett raus. Also einmal einschneiden bis zur zweiten und das schneiden wir uns da einmal komplett da raus. Dann sollte das so aussehen. Ich bin leider ein bisschen schief und da steht mir noch zu viel. Wer das möchte, kann das natürlich auch mit dem Schneidebrett schneiden, ne? So, so sieht es etwas besser aus. Dann haben wir hier nochmal so einen längeren. Da schneiden wir uns an der 1 cm Falz einmal runter. Der erste kommt komplett weg. Opa, entschuldigt bitte. Und den zweiten schrägen wir uns wieder ab. Dann haben wir hier dieses schmale Nupsi. Den schneiden wir hier schräg ab. Das hier wird nämlich eine... Nee, das wird eine Einstecklasche. Das wird keine Klebelasche. So, dann gehen wir hier unten, wo wir die eine Falz haben. Hier schneiden wir links und rechts einmal ein. Und schrägen uns ab. Dann haben wir ja wieder hier dieses kleine dünne. Das schrägen wir uns hier auch wieder ab. So, dann sollte das jetzt so aussehen bei euch. Und das war es dann auch schon, was wir da zurechtschneiden mussten. Naja, nicht ganz. Wir müssen noch einen Eingriff stanzen.
Dafür nehme ich hier meine kleine Kreisstanze. Und wenn ihr hier die schmale Lasche habt, müsst ihr gegenüberliegend, also ihr habt hier einen langen, da einen langen, da einen langen schmalen und hier den großen. Und da müsst ihr euch, jetzt muss ich gerade überlegen, nein, das machen wir noch nicht, das machen wir gleich erst. Weil wir müssen da ja noch Designpapier gleich draufkleben. So, dann falzen wir uns das Ganze jetzt erst einmal nach. Wer möchte, hätte auch schon vorab alles nachfalzen können. Vorm Schneiden. Nur ich mag das nicht beim Schneiden, wenn es so wabbelig ist. Bei manchen Teilen mache ich das schon. So wie wir die letzte Box gemacht haben, die Pyramidenbox. Da ist es für mich auch leichter, erst zu falzen und dann zu schneiden. Aber hier ist es mir so rum deutlich lieber. Ja, das falzen wir jetzt alles schön einmal nach. Ich bin doch gerade am Überlegen, warum haben wir... Ach so, ja, das ist... Moment, jetzt muss ich doch mal gerade überlegen. Ich bin gerade ein ganz klein bisschen irritiert. Ach so, das dient als... Ah, okay. Also so müssen wir es im Endeffekt nachher gleich zusammensetzen. Und das machen wir jetzt auch gleich. Wir nutzen dies hier. Das ist das Stück, wo wir die beiden dran gelassen haben. Nutzen wir hier das Äußerste als Klebelasche. Ich möchte da aber nicht ganz so viel haben. Deswegen kürze ich mir das ein kleines Stückchen ein. Also ich schneide da die Hälfte von ab. In dem Originalvideo, wo ich das gesehen habe, die hat das nicht gemacht. Sie hat sie komplett benutzt. Aber für mich ist es sinniger. Man könnte es jetzt... Jetzt bin ich doch... Nee, wir machen das anders. Wir nutzen hier die schmale als Klebelasche und nehmen die hier als Einstecklasche. Deswegen gehe ich jetzt hin, bevor ich es zusammengesetzt habe, und runde mir davon schon mal die Ecken ab, damit ich dann Bescheid weiß. Also bedeutet hier, das ist da, wo wir eben gerade gekürzt haben, das Schmale, das nehmen wir als Einstecklasche. Da habe ich mir jetzt hier die Ecken abgerundet. Dies hier wäre generell die Klebelasche, also die Einstecklasche gewesen, aber das nehme ich lieber als Klebelasche. So gefällt mir das dann besser. Genau. So ist es viel, viel besser. Okay, dann setzen wir die Box jetzt zusammen. Wir nehmen uns die schmale, hier diese 1 cm. Da machen wir uns schon mal Kleber drauf. Knicke ich mir das einmal so rüber an der zweiten und guck mal, ob das passt. Natürlich nicht. Bei euch sollte das aber passen. Bei mir passt es nur nicht, weil mein Falzbrett schief ist. Sonst hätte es bei mir jetzt auch gepasst. Und jetzt sehe ich mir gerade, dass ich mir glatt den Finger geschnitten habe. So ein bisschen Haut weggeschnitten. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nur Haut.
Meine Oma hat früher mal gesagt, ungeschicktes Fleisch muss weg. So, und jetzt bringen wir uns das hier einmal an. Guckt, dass ihr ungefähr auf der gleichen Höhe seid wie die, auf der einen Seite wie die andere Seite mit der Falz. Und macht eine schöne saubere Ecke. Und dann einfach ein bisschen da rüber runtern. Wer möchte, kann da auch mit dem Falzbein reingehen und einmal so erst andrücken. So, ich mache es jetzt noch so, ich lege sie mir noch einmal komplett platt. Und dann kann man sie nämlich auch noch mal wunderbar nachfalzen. So. Dann haben wir hier den Boden. Und da gehe ich, ich muss mal einmal gucken. Das wäre die Seite, die wir nachher zu sehen kriegen. Wenn wir hier die abgerundeten Ecken haben, ist das hier, also guckt man nachher so auf die Box drauf, also so wie ich sie jetzt halte, bedeutet den hier kleben wir gleich als letztes. Ich klappe hier erstmal den ersten rein. Mache mir hier auf den beiden Laschen Kleber drauf. Die mache ich extra so, dass sie nachher nicht innen drin in der Box sind. Also ich klappe mir das rein. Dann könnt ihr nämlich auch sehen, ob ihr schön gerade seid. Klappe mir den runter, klappe mir den runter. Dann einen kleinen Moment festhalten. Dann mache ich mir hier auf den langen den Kleber. Und klappe mir den letzten dann runter. Ich muss jetzt mal gerade meinen Kleber erst wieder zumachen. So, dann stelle ich das auf die Seite drauf und gehe mit dem Falzbein rein und drücke das noch einmal schön an. Mit was anderem werdet ihr da schlecht reinkommen. Das heißt, wenn das nachher so zu ist, hoppa, na, bin ich jetzt zu dumm, hier das Ding zuzumachen oder was? Da steht mir noch zu viel. Habe ich ein bisschen schräg abgeschrägt, also ein bisschen schief. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht in die Box schneide. So, und jetzt sollte das auch passen. Nein, auf der anderen Seite passt es auch noch nicht, aber müsste eigentlich. Kriege ich es nicht rein, Leute. Was sagen wir denn dazu? Dann gehe ich jetzt noch mal hin und kürze mir da ein ganz kleines Stück von der Seite, noch von der Einschublasche. Kann man es mit der Schere noch mal ein bisschen abrunden. So, dann sieht man das nicht so. Da habe ich noch einen Frussel. So, und jetzt probieren wir es. So, jetzt passt es auch rein. Also hier haben wir
das Stück zu Einschub und das ist das geschlossene. Ich weiß, das ist immer aufregend mit mir, ne? So, jetzt kleben wir hier erst Designpapier auf. Und zwar brauchen wir dafür die zwei Stücke in 8,5 x 8,5 und die drei Stücke in 8,5 x 2. Die großen erklärt sich von selbst, ne? Gehe ich von aus. Ich finde dieses Designpapier so schön. Ich habe leider nichts gehabt, was mir jetzt gefallen hätte für diese Box, weil ich wollte es doch schon ein bisschen flippiger haben. Und in meiner Restekiste war einfach nichts mehr. So, das kleben wir uns hier schön auf. Auf der Rückseite kommt der zweite große. So, jetzt halte ich mit der Hand rein und streiche dann das Designpapier noch ein bisschen fest. Jetzt müssen wir ja noch den Eingriff haben und zwar kommt der dahin, wo wir nicht diese Einstecklasche haben, was sich ja eigentlich von selbst erklären müsste. So, ich gucke jetzt mal, dass ich die nicht zu groß und ungefähr mittig habe. So, ich hoffe, nee, perfekt, super, dann können wir das hier zumachen. Dann seht ihr, da habt ihr euren Eingriff. Er hätte vielleicht ein ganz kleines Stück kleiner gekonnt, weil wir da relativ nah an dem Rand sind. Aber es lässt sich halt manchmal nicht anders machen. So, jetzt haben wir hier ja die Einschublasche, also den Eingriff mit der Einstecklasche. Und wir haben jetzt hier die drei Streifen in 8,5 x 2. Und da kleben wir ein hier auf die Öffnung. Ein oben, ein seitlich. Der unten bleibt frei. Da brauchen wir kein Kleben. Weil da ist das Stück, wo es nachher drauf steht. Einmal. Da kommt der zweite hin. Und da, wo wir den Eingriff haben. Wie gesagt, da wo wir gleich kein Designpapier drauf machen, das ist das Stück, wo es nachher drauf steht. So, dann haben wir die größte Box erstmal fertig. Die kann dann einmal beiseite. Dann brauchen wir das Stück in 10 x 3,5. Auch das müssen wir ein bisschen falzen. Ist ein bisschen fummelig, weil das relativ klein ist. So, wir falzen auf der langen Seite bei 3,5, bei 4,5. Bei 8 und bei 9.
dann sieht das jetzt gerade so aus. So, und jetzt müssen wir natürlich auf der kurzen Seite auch noch falzen. Warte, was hatten wir da dran? Und zwar links und rechts jeweils bei einem Zentimeter. Das ist ein bisschen fummelig, weil das so schmal ist und man meistens bei den Falzbrettern keine Chance hat, das irgendwie festzuhalten. So, dann kommt das einmal beiseite. Wir haben hier ein langes, ein schmales, ein langes und zwei schmale. Bei den zwei schmalen schneiden wir jetzt hier und hier die kleinen an der Ecke raus. So, jetzt muss ich selbst einmal überlegen. Und zwar, schneiden wir hier und hier ein. Und bei dem schmalen in der Mitte. Schneiden wir ein. Ich gehe gleich noch hin und werde die ein bisschen, ein ganz kleines bisschen abschrägen. Das ist halt ein ziemlich kleines Teil. Aber ja, wenn man da eine größere draufsetzen würde als Flaschenhals, wäre das ja sehr unspektakulär. Ich muss auch gleich erstmal fummeln, wie ich die überhaupt zusammensetzen muss. Weil ihr kennt das ja, das ist immer das erste Mal, wenn ich das bastel mit euch zusammen. So. Dann gehen wir jetzt hin und falzen einmal alles nach. Guckt, dass ihr da trotzdem gerade bleibt, auch wenn das nur so ein kleines Teilchen ist. Das ist auch was, was nicht, was nachher nicht genutzt wird, um irgendwas reinzupacken. Das ist einfach nur der Flaschenhals. Also die wird direkt als Box komplett zusammengeklebt, so dass man da innen nicht rankommt. Aber was will man da in dieses ganz kleine Ding auch reinpacken? Gut, man könnte rein theoretisch irgendwie den Geldschein da drin verbarrikadieren oder ja, das wäre auch fast das Einzige, was mir einfallen würde. Muss ich einmal gerade selber schauen, wie wir das denn jetzt zusammensetzen müssen. Einmal so. Und einmal so. Genau. Okay, dann brauchen wir den Kleber. Ich versuche euch jetzt mal einmal näher ranzuholen, weil wie gesagt, das ist so ein kleines Ding. Wir haben ja hier diese ganz kleinen. Auf die gebe ich jetzt von der Innenseite ein Tröpfchen Kleber. Erst nur auf einer Seite am besten. Klebe mir die hier
an den langen daneben. So. Das gleiche wiederholen wir dann auf der gegenüberliegenden Seite. Und auch da an den langen, so wie wir das eben gerade gemacht haben, auf der anderen Seite. Das ist ein bisschen fummelig, also habt da echt Geduld mit. Und passt auf, dass ihr euch nicht die anderen langen da irgendwo mit zwischen... Jetzt habt ihr natürlich nichts gesehen, ne? Also ich habe jetzt hier von den schmalen... Bin ich da noch gut oder? Nee. Da bin ich schon schief geraten. Das heißt, ich ziehe die nochmal hoch. Das ist jetzt nicht schlimm, weil diese kleine Klebelasche verschwindet sowieso nachher innen. Zwischen den langen. Also, oh, ich versuche jetzt. Na komm, stell scharf. So. Ihr gebt auf diese kleinen Dinger von innen den Kleber auf. Und dann klebt ihr euch das an den langen daneben. Versucht da eine schöne Ecke hinzukriegen. Ein bisschen festhalten. Dann habt ihr hier diese mittlere Größe. Da gebt ihr den Kleber drauf. Und klebt das an den da oben dran. So, dass ihr im Endeffekt jetzt nur noch diese Flügelchen habt. Ist jetzt nicht schön geworden, weil irgendwas stört da. So, jetzt klappe ich mir die einmal ein bisschen nach außen. Gebe mir hier Kleber auf. Und klappe das hier nach hier hin rüber. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso. Kleber drauf, rüberklappen. Jetzt muss das gerade einen kleinen Moment anziehen. Also wie gesagt, meine ist jetzt nicht ganz perfekt. Dafür ist mein Schneidebrett auch einfach zu schief. Aber ja, es ist handgemacht und das ist ziemlich, ziemlich klein. So, dann brauchen wir hierfür... Nee, das war das große. Drei Zentimeter mal ein Zentimeter. Also die sind auf jeden Fall zu groß dafür. Ich habe hier so ein Stückchen, wo ich nicht weiß, wo das hin soll. Also ihr braucht auf jeden Fall die zwei Stücke, upsa, in 3 mal 1 Zentimeter. Die kommen jetzt, das ist mir auch irgendwie, weiß ich auch nicht. Naja, die kommen auf jeden Fall vorne und hinten drauf. Könnten rein theoretisch noch ein ganz kleines Stückchen größer sein, finde ich. Ich bin jetzt nach den Maßen gegangen, wie ich sie in dem Video gefunden habe. Also ich würde sie jetzt machen, ich meine, die sind jetzt 3 mal 1 Zentimeter. Macht sie mal 3,5 mal 1,5. Also 3,5 mal 1,5. Hoppa.
dann habt ihr nicht ganz so viel Weiß umrum. Dann nehmen wir uns wieder unsere erste Box. Ihr seid noch zu nah dran. So. Unsere erste Box, wir haben ja hier den Eingriff. Da kommt das Teil jetzt hier oben mittig drauf. Und zwar, einmal gucken, welches ist die schönere Seite. Nehmen wir mal die. Machen wir hier dann auf dem Unterteil Kleber. Und setzen die ungefähr mittig oben drauf. Ja, das heißt ungefähr am besten mittig. Und halten einen kleinen Moment fest. Ja, das ist okay. Dann kann das einmal wieder beiseite. Das sieht jetzt von vorne einmal so aus. Jetzt brauchen wir das Stück. Entschuldigt bitte, mir kratzt es gerade im Hals. Das Stück in 10 x 10,5 cm. Auch das müssen wir falzen und zurechtschneiden. Einmal hier das Falzbrett. Da müsst ihr jetzt gucken, welches war die 10,5 und welches die 10er Seite. Also bei mir sind das jetzt 10,5. Und wir falzen auf der langen Seite einmal bei 2 cm. Das lege ich jetzt extra einmal hier an der rechten Seite an. Also nicht wundern, dann kann ich das mit links besser festhalten. Dann drehe ich mir das um und falze das nochmal bei 8,5. Oder halt, je nachdem, könnt ihr auch links und rechts einfach bei 2 cm falzen. So, dann auf der kurzen Seite machen wir bei 2,5. Das mache ich auch wieder rechts. Drehe um, dass wir die Falz hier die 2,5 links haben. Dann bei 4,5. Bei 7, und bei 9. So, dann habt ihr hier zum Schluss nämlich noch diese 1 cm Falz. Dann kann ich das einmal weg. So, das hier falzen wir uns dann jetzt einmal nach. Bei dem hier machen wir das einmal vorher falzen und dann nachher schneiden. So. Oh, ich hoffe, ihr könnt meinen Nachbarsjungen nicht hören. So, jetzt haben wir hier diese schmalen Rechtecke. Die schneiden wir uns einmal raus. Auf der anderen Seite genauso. So. Und dann schrägen wir uns die noch an. Dann haben wir hier ein größeres, ein kleineres, größer, kleiner. Die kleineren schneiden wir ein. Also besser gesagt, ihr schneidet alle ein bis zum ersten Treffpunkt der Falzlinien. So, und bei den kleineren schrägen wir uns wieder an. Die größeren bleiben bitte komplett. So, das wiederholen wir jetzt hier auf der gegenüberliegenden Seite nochmal. Also einmal einschneiden alle. Und die kleineren abschrägen.
So, dann sieht das Ganze jetzt so aus. Komplett abgeschrägt, komplett abgeschrägt. Genauso wie hier, komplett abgeschrägt, komplett abgeschrägt. So, das war's schon mit dem Zurechtschneiden. Dann nehmt ihr euch jetzt den Kleber, macht hier auf die schmale, auf die 1 cm Lasche den Kleber drauf. Ich guck mal gerade, ob es passt. Nee, nicht ganz. Das klebt ihr euch jetzt hier einmal so zusammen. Achtet darauf, dass ihr links und rechts, in dem Fall jetzt, passend seid mit der Falzlinie, dass die identisch von der Höhe sind. Und macht da eine schöne Kante. So. Ich werde es jetzt noch einmal flach hinlegen und gehe da noch ein bisschen mit meinem Falzbein drüber. So. Das Stück, wo wir gerade geklebt haben, möchte ich hinten unten haben. Nee. Doch, hinten unten. Bedeutet, wir knicken die rein, dann kommt der, der hinten ist, und dann der gute vorne. Und so wird das dann zusammengeklebt. Dann habt ihr hier vorne eine saubere Kante und hinten sieht man dann halt, wo geklebt wurde. Das ist aber auch nicht schlimm. Wer will, kann dann jetzt auch wieder die Klebelaschen innen drin verstecken. Brauchen wir eigentlich nicht. Hätte ich bei dem anderen eben auch nicht machen müssen. Aber dann einmal so. Und einmal so rüber. Und das gleiche machen wir hier auch. Wir fangen mit dem hier an. Gucken, dass wir schön in der Form bleiben von der Box. Dann machen wir hier noch Kleber drauf. Und klappen die dann um. So, dann müssen wir so einen ganz kleinen Moment festhalten, dass der Kleber auch anziehen kann, weil man hat nicht die Möglichkeit, das irgendwie festzustreichen. Ach so, nicht wundern, ich habe farbige Finger. Also, wie gesagt, wir haben hier unten die Klebenaht, hier die Klebenaht, sowie auch hier. Das heißt, wir haben hier vorne nicht eine Klebenaht zu sehen. Und das ist das Schöne an der Sache. So, jetzt brauchen wir das restliche Designpapier. Genau, das gehört nämlich hier hin. So, und zwar wird die Box nachher, wir haben hier eine schmalere Seite, da eine breitere. Die breitere kommt nachher nach vorne. Auf die breiteren kommen die Streifen mit 6 x 2 cm. Einmal vorne, einmal hinten. Einmal vorne. Wenn ihr da Designpapier habt, was richtungsgebunden ist, achtet bitte darauf, dass ihr es richtig rumklebt. Bei mir ist es jetzt egal. Für solche Projekte nehme ich gerne Designpapier, was nicht richtungsgebunden ist. So, dann haben wir hier oben, da muss das Stück drauf in 6 x 1,5 cm. Unten bleibt frei.
So, und dann hier an den Seiten müssen wir dann die Stücke in 2 mal 1,5 nehmen. Mich wundert zwar, dass diese mittlere Box, diese ganz kleine, gar nicht links und rechts, also an den Seiten, irgendwie Designpapier hat. Aber das wären auch so kleine Streifen. Vielleicht deswegen. So. So. Dann nehmen wir uns hier unsere Box, machen hier auf dem kleinen oben den Kleber drauf. Hoppa. Und versuchen dann mittig mit der weißen Seite oben aufzusetzen. Ich versuche es jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich kann es auch nicht so machen, dass ihr es seht. Weil dann sehe ich es nämlich nicht mehr. So. Das einen ganz kleinen Moment festhalten, dass der Kleber schön ziehen kann. So sieht dann jetzt eure Grundverpackung aus. Ich habe mir hier, wie gesagt, diesen kleinen Doily ausgestanzt. Den könnt ihr dann auch noch beschriften, also bestempeln, wie ihr möchtet. Ich mache da jetzt keine Schrift drauf. Bei mir kommt der jetzt einfach so hier drauf. Natürlich nachher wird es schon gemacht, wenn es irgendwas ist, wo das hin soll. So, jetzt mache ich einmal gerade meinen Kleber zu. Ich habe mir hier kleine Blümchen ausgestanzt. Und das ist Pergamentpapier, nee, Transparentpapier, wo ich das ausgestanzt habe. Ich gehe jetzt hin, biege mir ein bisschen die Blätter, dass die nicht ganz so angeklatscht aussehen. Ich habe mal 4 Stück vorbereitet. Ich hatte auch noch größere, aber die waren mir dann hinterher zu groß. Also auf diesem Transparentpapier könnt ihr wunderbar auch mit den Schwinnmarkern vom Action zum Beispiel einfärben. Ne? Ich weiß, die Farben passen nicht ganz. Das war jetzt auch das erste Mal, dass ich es versucht habe. Ja. Wir setzen da auch gleich noch Strasssteine rein, große. So, jetzt gucke ich mal einmal, wie möchte ich die anordnen. Machen wir mal 3 hier und einen da unten. Was denkt ihr? Ja, ne? Kann man so machen. Dann mache ich da ein kleines Tröpfchen Kleber hin. Setze mir da die Blümchen drauf. So. Dann kann das jetzt erst einmal ein ganz klein bisschen anziehen. Ich nehme in der Zeit schon mal meine großen irisierenden Strasssteine und mein Wachsstift und mache mir dann hier in der Mitte der Blümchen noch Kleber auf das Transparentpapier und setze mir da die Strasssteine auf.
Wie gesagt, Sprüche könnt ihr dann, je nachdem, was ihr möchtet, da schön drauf machen. Ihr könntet auch mit dem Label Maker so ein Schildchen fertig machen. Dann könnt ihr ja irgendwas anders, etwas anders dekorieren. So. Ich muss mal gerade einmal meine kleinen Strasssteine auch noch holen. Ich weiß, dass die nicht ganz hundertprozentig zusammenpassen. Aber ich möchte hier einen großen haben. Klein, 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 klein. Ich meine, sowas schenkt man ja eh hauptsächlich einer anderen Frau. Und da kann Glitzer nie genug drauf sein. Also nie genug Blinky Blinky. Gut, es gibt auch Damen, die da nicht drauf stehen. So, und ich denke, das reicht. Ja, das reicht. Wie gesagt, ich mache da jetzt extra keinen Spruch drauf. Also das ist gewollt. Ihr habt ein bisschen Deko, ihr wisst, wo ihr den Spruch aufbringen könnt. Demnach könnt ihr das ja machen. So, ihr Lieben. Das war's schon. Ich hoffe, das Video von der Parfümflasche hat euch ja, gut unterhalten. Hat euch gefallen. Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bye bye.